Grüßing, weil ich wieder da. Wir schreiben den 15.06.2016. Die EM ist nach wie vor in vollem Schwung. Und genauso wie der Ball rollt, fliegen hier die Kugeln. Und zwar nicht in Richtung Tor, sondern in Richtung Ohr. Naja, blöder Schmäh. Okay, ich entschuldige mich mehrmals. Na, in der vergangenen Episode ist es uns gelungen, den Runenstein, der ursprünglich dazu geführt hat, dass am Mars überhaupt die Weaponization of Demons stattfinden kann. Falls das ein Geheimnis ist, dir, Mr. Hayden, muss ich eher noch sagen, das ist schlecht gehütet, weil jede zweite automatisierte Ansage in dem Laden davon redet, dass Dämonen weaponized werden. Und jetzt haben wir eine Vision gekriegt über diesen Runenstein, den die Olivia in ihrem Privatlabor im Lazarus Lab, wie es eh da oben steht, steh hat. Da haben wir eine Vision gekriegt und in der Vision haben wir einen Dolch gesehen, so ein Ritualdolch oder zumindest abbrochenes Ritualschwert. Es heißt wieder mal der Crucible. Crucible ist offensichtlich mittlerweile sehr, 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 sehr beliebte Bezeichnung für wichtige Artefakte in der Sci-Fi. Ich erinnere an Mass Effect und irgendwo anders ist man noch untergekommen. Aber ich weiß nicht mehr wo. Vielleicht sogar in Warhammer, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir wieder zurück in Tö und den Crucible holen, weil wenn wir den Crucible nicht holen, dann war alles für die Katz. Du da, du da. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Doodle du da, hinter der Türe geht es rund. Ich hab schon Schaum vor dem Mund. Wow. Und alles, was rumgrunzt, ist entfernt worden. Wunderbar. So, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten des Voranschreitens. Nein, doch nicht. Na, nee. Ich will nicht die Vieh. Drei Hits mit der Gaussknarre halten die aus, die Schweine packen. Unglaublich. Und überall herrscht Blut, Blut, Auge raus. Doom halt. Aber Doom so blutig und gory, wie man sicherlich noch nie gesehen hat. Was jetzt wieder? Lazarus Wave at full charge, ready for activation. This hell wave will redirect the course of mankind. On this day, we make our contribution to their cause. Our salvation lies with them. I pulled you from that tomb in the Cadinger Sanctum for this reason. I knew she was weak. Our work doesn't come without risks, and I released you from your prison to help mitigate those risks. I knew that in the event of a catastrophe, you'd be the only thing that could stop them. Ja, sehr passend, Mr. Hayden. Ja, das passt Mr. Hayden wunderbar in Kram. Ich würde nur gern wissen, wer ich bin zum Geier. Ein mysteriöser, zwischendimensionaler Avatar des Blutes. Ah, super. Oh, was ist das? Isolationswand. Und es ist schon wieder so Arena-artig. Ich mag es gar nicht näher beschreiben müssen. Unten geht's volle Hütten zu. Da waren wieder die sitzenden Toten. Hier kämen, glaube ich halt.
Ah, ihr Schwaluten. Da habe ich jetzt nicht abgekraxeln können, weil gerade in dem Moment einer aufgekraxelt ist. Nur dick. Ist der eine Depp wieder aufgekupft oder was? Ja sicher. So, ich glaube jetzt mal Ruhe. Schaut, haben sogar auf der Chartboard, auf der Flipchart, Entschuldigung, kabbalistische Symbole aufzeichnet. Flipchart? Nein, das ist kein Flipchart, das ist einfach nur ja, Chartboard halt. Ne? Irgendwas ist offline, aber da ist eh immer alles offline in dem Laden. Oh, caution. Slippery when wet. Und es schaut ganz so aus, als wäre ich in dem Drecksladen einmal mehr gefangen. So, wie geht das? Hektoliterweise Blut. Geht's weiter. Ich will da durch, Mutti. Sag mal. Ah ja, okay. Schon wieder Aufzug. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Checkpoint reached. Okay, wird mir was, dass die Luken da aufgehen, sobald ich da durch bin. Aber hundertprozentig. Mit rein ins Get-Tümmel. Wow, jetzt war ich aber schnell im Eimer. Gut, darauf war ich nur sehr schlecht vorbereitet. Jetzt haben wir wirklich selber gescheckt, tut mir leid. Nochmal! Außerdem haben wir, bevor das Spiel angefangen hat, einen Kaffee gemacht. Und der Kaffee, der steht jetzt... Warte mal. Der mal über. Nein, geht nicht. Schade. Boah, sag einmal. Strike 2! Jetzt haben wir kurz den Kaffee, gleich wieder so. Was bei mir beim Tuben Zeit mit Klogen... Kaffee holen, Fenster auf oder zu machen, Telefon aus oder einschalten, aufgeht, das ist fantastisch. So, wie wäre der so her? Ich muss da einfach reinnatzen, muss eine Deckung suchen. Deckung suchen und reinnatzen. Ich glaube, ich hab's hingekriegt. Einigermaßen.
So. Na, das ist Overkill. This is not quite like Sparta. Das ist ja ein Gemetzel, das ist ein Arsch. Na, nicht hier schon wieder. Das mag ich gar. Ja, was war das? Hallo Jungs! Es ist ich! Der Idioten-Exterminator! Oh, fuck. Na? Ja, gibt's denn hier überhaupt keine Ruhe? Was für Knarre nimm ich her, du da, ich brauche bald ein besseres Schießgewehr, doodle du da day. Hoppala. Ah. Fuck it. Shit! Schön! I did it! Da ist noch einer. Hoppala, dann im Kopf, aber da oben gibt's einen. Genau. Hahaha! I'm so uber. Wüde Szenen! Wüde Szenen! Und fierce creatures! Was ist jetzt? Was war das für ein Countdown? Achso, das war der Countdown für einen Berserker-Buff. Schau, richtig. So, und da muss ich hin. Aber vorher rammen wir die Bude da noch ordentlich aus. Mal schauen, was da hingeht. Durch das Portal nach oben. Oben gibt's eventuell was zum Abgreifen. Ah, ja. Perfekt. Noch ein bisschen Ammo. Und dann gehen wir weiter. Wie war da? You will need to rip out the Argent accumulator powering the cyber demon. Destabilizing will cause a rift that will send you back to hell. Once the crucible is in your possession, we will pull you out. Und jetzt weiß ich auch, was die grünen Kugeln sind. Das ist Munition für die Big Fat Gun. BFG 9000. Sollen wir was upgraden? Jo! Da gangen sich sicher was aus. Stick 4 different demons, wieso geht, wieso kann ich nicht
Ich möchte gern das und das geht aber nicht, weil irgendwie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Get 20 direct hits on Imps habe ich auch noch nicht, gehabt ihre. Ah, die Gauss kann man mal ab. Ah, reduce charge time, das ist gut, das nehmen wir. Bin immer noch 3. Geht nix. Da kann buffen gang noch was. Gut, aber die Gauss muss immer reichen. Und die Lösung für alle Probleme für Mr. Doom. Oh shit, das Tor, das schafft. Mein Herr? Mein Herr, Sie haben Mundgeruch. Ich kann Ihnen dann Mundwasser empfehlen, das ist nicht gut. Ist das jetzt... Ah! Die Dummsau charge! Raketenpower! I got it! Rip it out! Rip it out! Jawohl. Das hättest du nicht gedacht. Ja. Wollen wir noch anlegen. Und wir sind zurück in der Hölle. So schnell geht's. Na, nicht wiederbeleben, das ist fies. Wiederbeleben ist doof. Wiederbeleben ist doof. Der nächste Abflug. Das ist jetzt... das ist jetzt Link Dead Nummer 2. In 2 aufeinanderfolgenden Sessions. Wahrscheinlich fürchtet sich das Spiel genauso wie ich. Was muss der nochmal aufstehen? Was tue ich jetzt? Ich habe kaum mehr Ammo. Ich kann dann mit Bubblegun und Co. bearbeiten. Preparing to launch Doom. Jetzt habe ich die guten Sachen leer geschossen, oder? Habe ich noch ein Big Fat Gun? Achso, jetzt muss ich das nochmal machen. Um Gottes Willen. Ei. Ah, bitte, spiel, sei so smart und lass mich in der Hölle starten. Schick mich nicht in die Hölle. Schick mich in die Hölle. Ein wenig rotzig, ein wenig verschlafen, das Kreuz tut mir auch weh. Ich sag's ihm, ich sollte, Joische.
Ja doch, er lässt mich tatsächlich in der Hölle weiterwirken. Du bist ein Lieber. Bubblegum! Na, da ist ein Ammo für die Big Fat Mama! Ich Vollidiot! Nochmal! Big Fat Gun. BFG. Ich bezweifle, dass das die richtige... Na! Wow. Ah, damn it. Ja, der Kampf ist knackig. Und ich hab, weil er sie wegteleportiert hab, eine von den Big Fat Gunshots vergeigt. Ah, damn. This went really well up to the point when I died. Okay, Arschgeige, dich kriege ich schon. Okay. Strike 3. Fuck. Mann, der Kampf ist knackig. Aber immer in Bewegung bleiben. Einfach auf Distanz bleiben. Na! Puh!
Verzweiflung macht sich breit, Verzweiflung macht sich breit. Look at me, Verzweiflung macht sich breit. My bum is on the ground, my bum is on the ground. Ah, geleck. Ja, geleck. Okay, das müssen wir zum paar Mal machen. Da gibt's dann wieder O Fortuna dazu. Wow! Okay, von dem zusammenführen lassen ist natürlich mehr als beknackt. Das war jetzt nur eine blutige Masse am Bildschirm. Bist du gelähmt? Ja, Mann, wie ich solche Bossfights hasse. Aber der ist zumindest nicht übermäßig pretentious. Das heißen keine blöden fancy-schmancy Riddles in Bossfight einbockt. Na. Ja, warum da blase ich den denn nicht? Ja, wer hätte gedacht, dass der in der Höhe erst so richtig Gas gibt. Na ja, gut, da wohnt er ja. One saucy hit, two saucy hits.
Das ist blöd. Drauf halt, um Gottes Willen. Wow. Da bist du. Bitte bleib liegen. Stay the fuck down. Wow. What a Gemetzel. Bist du gelähmt. Und der Mr. Hayden hat sich ganz sicher denkt, ja, das macht er leicht. Den schickt man einfach rein. Nein. Kann mir keiner erzählen, dass der auf meiner Seite ist. So, und was ist das? Da kommt jetzt wieder retour. Das war's. Das war der kurze Höllentrip. Lazarus. Erledigt. Completed. Continue. Ein feines Gemetzel. Und das ist jetzt da. Interessante neue Ansicht. Was bist du? Die Loading Screens werden irgendwie immer beunruhigender, habe ich so das Gefühl. Was soll das sein? Das ist Inside the Demon oder was? Titan's Realm. Und Titan's Realm ist ja in der Höhe. Wow. Wow. Wow, das schaut schön aus. Bist du närrisch? Mit diesen optisch und künstlerisch wirklich geilen Szenarien vor Augen verabschiede mich jetzt und wünsche euch bis zum nächsten Mal gute Zeit und ein gutes Spiel. Ich werde, da habe ich gerade entschlossen, den letzten Fetz nicht editieren, damit wir den kompletten Progress zum Sieg schön durcherleben kann. Es ist YouTube, du kannst ja jederzeit Viere spulen oder anhalten oder zurückspulen oder ausschalten, vollkommen scheißegal. Wir werden den kompletten Leidensweg dokumentieren. Ja, so oder so wünsche ich noch einmal eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Bis zum nächsten Mal, wenn es in Titan's Realm, das extrem cool ausschaut, weitergeht. Bis dorthin, weile out.